So, ich versuche auch teilweise, falls es einem noch nicht aufgefallen ist, die Person zu synchronisieren. Klingt vielleicht momentan ein bisschen blöde, weil ich ein bisschen verschnupft bin. Was nicht heißen soll, dass es besser klingt, wenn ich nicht verschnupft bin. Aber naja, ich geb mir Mühe. So, gehen wir mal durch die Vordertür. Macht da nicht, müssen wir erst öffnen. Alles klar. So, da sind wir. Wo ist denn wohl Markus Brody? Die stehen hier immer noch, die haben echt nichts zu tun. Die standen noch vorhin schon da. Vor 2 Stunden oder so. Gehe ich da nochmal rein. Oh, scheiße. Dr. Jones, diese Studenten sind sehr sauer. Hä? Selbe nochmal? Okay, machen wir das einfach nochmal. Tü, selber Dialog. Gut, solange Irene, machen Sie eine Liste, bla bla. Ihr seid ja alle schon mal darauf reingefallen. Und ihr fallt jetzt wieder darauf rein. Das wird sie. Hä? Okay, vielleicht sollte ich hier gar nicht hin. Na, ich gehe nochmal raus. Merke ich mir einfach. Kann ich nachher wieder rein dadurch. Was hat der gemacht? Der ist so nach Hause gegangen oder so, hä? Ach, die haben doch dann. Ja, jetzt muss ich nur gucken. Ich muss mit Markus Brody reden. Da ist immer noch Unterricht. Mein Gott, was für Streber. Wo ist denn dann wohl das Büro? Warte, da ist zwar dann bestimmt auch noch Unterricht, aber. Da ist immer noch Unterricht. Oh mein Gott, schnell weg. Ah. So, da gehen wir nicht nochmal rein. Gehen wir nochmal ins Gym. So. Okay, üben wir ein bisschen Boxen. Wie geht das denn nochmal? Hallo, Dr. Jones. Wie soll ich denn mit Ihnen kämpfen? Seien Sie sanft, ich bin etwas außer Form. Oh Gott, wie mache ich das denn jetzt? Was muss ich denn machen? Ja, Bübs, Bübs. Hallo? Ja, okay. Genau, das können wir mal runtersetzen, das ist ein bisschen schnell. Ja, gute Frage. Some Point-and-Click-Adventure. Was muss ich denn machen? Ah! Enter. Enter geht nicht. Pfeiltaste hoch, Pfeiltaste rechts, Pfeiltaste zurück. Oh, Entschuldigung. Ich drück mal auf Escape. Tut sich auch nichts. Nee, falschen Knopf gedrückt. Auch nicht. Hallo? Ich drücke jetzt einfach mal alles, was ich. Ah! Ah! Was ist das denn? Okay, und unterer Schlag ist 3. Schritt zurück ist 4. Ah, ich mache jetzt einfach bam, 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 bam. Oh, der. Ach so. Oh Gott, ich bin so schlecht. Wie deckt man? Wie gehe ich denn in Deckung? Ah. Nice, nice. Boah, ey, wie soll ich das denn alles behalten, ey? Oh, ein Glückstreffer. Right in your face. 10 Minuten später. Wollen Sie nochmal? Ach du Schande. Also jetzt muss ich mal gucken, was jetzt was ist. Also eins ist Schritt zurück. Zwei ist mittlere Deckung. Schritt vor. Schritt zurück. Gibt es ja auch mittlere Deckung. Ah, in die Mitte. Schritt zurück gibt es, glaube ich, 25 Mal. Hau mal. Boah, ist das bekloppt hier. Bong, voll in die Eier. Glockenspiel. Dong. Dong. Aua. Dong. Mach mal mittlere Deckung. Dong. 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 Ja, tut weh in die Eier, ne? Dong. Dong. Wow, das war wohl zu viel. Okay, es reicht aber auch. Boah, finde ich ja schrecklich, diese Steuerung. Nee. Na, geh, los ma. Für heute hab ich genug. Vielleicht ein andermal.
Ah ja, Schweizer Indiana Jones, das können wir auch mal spielen. Heute sind wir wieder rum, waren wir alles ein bisschen viel. Ach, im Anzug. Beautiful. So, kann man irgendwo hingehen? Ne, Boxring will ich nicht. Hä? Wie kann ich denn jetzt, vielleicht muss ich einfach nach Hause gehen. Gut, gehe ich einfach mal nach Hause. Geht nicht. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Das Gral-Tagebuch. Kann man sich das Gral-Tagebuch jetzt angucken? Nein, kann man nicht. So, die haben mich hier wieder rausgeworfen, aber irgendwie. Ich will jetzt weg. Ja, so halb geht er raus, aber nee, nicht so wirklich. Ja gut, dann gehen wir nochmal durchs Fenster. Aber was soll ich denn bitte machen? Ja, good question, next question. Ich weiß nicht. Benutze Gral-Tagebuch. Das klappt so nicht. Öffne Gral-Tagebuch. Schaue Gral-Tagebuch. Mann, du musst doch irgendwas tun. Wasserboiler, Steinbrocken, Glas. Aber man kann echt viele einzelne Sachen krempeln. Ja gut, das ist jetzt zusammengefasst. Schaue Gral-Tagebuch. Ach nee, das hat er ja schon nicht gemacht. Okay, dann schaue nochmal. Kannst du nicht, kannst du nicht. Maske. Statuen. Medaille. Ich habe diese Medaille bei einem Boxturnier gewonnen. Ja, aber bestimmt nicht, wo ich gesteuert habe. Schalte aus den Schalter. Geht nicht. Schalte ein den Schalter. Geht nicht. Okay, ich bin Reise. Ach, da gibt's noch eine Reise. Aha, okay, dann gucken wir mal. Ja, ach, ich bin so dumm. Zu Henrys Haus. Oh, was für ein Chaos, wonach man hier wohl gesucht hat. Okay, jetzt braucht er wirklich lange. Warte, ich muss die Geschwindigkeit hoch. Wo ist denn Plus? Oh, scheiße. Hallo? Ich will die wieder ein bisschen aufsteigern. Kann ich nicht. Ah, ich muss die. Ah, gut. So, jetzt haben wir es wieder richtig. Gut, schaue, schaue, schaue. Schaue Schreibtisch. Schaue Schreibtisch. Schaue Schreibtisch. Keins dieser Papiere ist von Bedeutung. Hat er überhaupt hier irgendwas gefunden gehabt? Hier ist das Schlafzimmer. Nichts unter dem Bett. Kein Monster. Da, guck mal, ist das nicht ein Gral? Das ist ein Bild, das ich als kleiner Junge gemalt habe. Es zeigt einen Pokal, den Dad mal gewonnen hat. Ach, Henry. Henry ist doch sein Vater. Ich bin doch so doof. Ich war jetzt bei Markus. Markus Brody verwechselt. Schaue Bücher. Das ist ein Haufen alter Bücher. Ich habe sie oft gelesen. Schaue Kühlschrank. Schaue Kühlschrank. Besser nicht. Da ist wahrscheinlich nichts drin außer einem alten Ei. Okay. Okay, ich glaube, sonst können wir hier nichts gucken, oder? Den Wäscheschrank könnten wir noch mal durchstöbern. Und durch Dads Unterwäsche wühlen? Niemals! Tja, man hat Prinzipien. Gut, dann gehen wir mal einfach wieder hinaus. Und reisen nach Venezia! Nee, sind schön. Ah, Venedig.
Woran werden wir diesen Dr. Schneider erkennen, wenn wir ihn sehen? Vielleicht kennt er uns. Ach, da kommt Blondie. Die habe ich im Film schon von Anfang an immer gehasst. Ja. Ich wusste, dass sie es sind. Sie haben ihres Vaters Augen. Und meiner Mutter Ohren. Sie dürfen mit dem Rest machen, was sie wollen. Es scheint so, als wären die besten Teile schon vergeben. Markus Brody? Ganz recht. Dr. Elsa Schneider. Die böse Deutsche. Was wissen Sie über das Verschwinden meines Vaters? Nicht viel. Wir arbeiteten gerade in der Bücherei, als es passierte. Ich führe Sie hin. Warum geht ihr zwei nicht ohne mich los? Ich würde gerne eine ruhige Gondelfahrt machen. Na gut, Markus. Dr. Schneider, Sie führen. Ha, ha. Ich könnte mich als Führer anbieten. Ach, ist es schön. Ist man mit wenig Pixeln. Das ist die Bücherei. Sieht eher wie eine Kirche aus. Sie haben ganz recht, das war eine Kirche während der Kreuzzüge. Nun, kurz bevor Ihr Vater verschwand, murmelte er etwas von römischen Ziffern. Er sagte, er hat überall nach ihnen gesucht, ohne Erfolg. Die Bücherei macht bald zu. Ich kläre mal, dass wir hier bleiben können. Dann können wir uns in Ruhe umsehen. Entschuldigen Sie, mein Herr. Entschuldigen Sie! Hallo, Sie! Ich glaube nicht, dass er Schwierigkeiten macht, Dr. Schneider. Blöder Mann. So, Peitsche habe ich jetzt. Yeah! So, können wir jetzt mal ins Gral-Tagebuch schauen? Hallo, ich muss doch da die Hinweise sehen. Na, super, klasse, geil, Omatico. Wo muss ich denn hingehen? Gut, gehen wir mal hier hin. Oh, klasse. Aber irgendwie muss ich doch mir das angucken können. Weil da stehen die ganzen Hinweise doch drin. Na gut. Dann gehen wir da mal zurück. Ah! Dad hat überall nach römischen Ziffern gesucht. Ein X haben wir jetzt hier leider demonstrativ nicht. Das sieht irgendwie bekannt aus. Benutze Gral-Tagebuch. Fenster, hä? Ach, Manu. Ah! Man beachte die Detailtreue in der Zeichnung des Schilds, des Teils darüber und der Engel. Der seltsame Text darunter hat anscheinend etwas mit römischen Ziffern zu tun. Willst du hinein? Folge dem ersten von rechts. Dem ersten von rechts? Dem ersten von rechts? Dem ersten von rechts? Okay, im Film war das aber ganz anders.